Was geht ab, meine OZ-Fighters? Und heute werden wir versuchen, LR Gohan komplett auszuschöpfen. Dementsprechend spielen wir ihn in ein Androids-Cell-Saga-Team mit LR Cell als Leader, LR Cell Innote, also mit dem EZA Cell. Wenn ihr zum Beispiel physisch LSL habt, dann spielt ihr auf jeden Fall den physisch LSL in einer Rotation mit dem Int LSL 6 von 7 Linkskills. Ich habe ihn leider auf Global nicht, aber andere Rotation habe ich dann quasi gebaut. LR Gohan mit dem alten LR Gohan, also neue mit dem alten. Und was meine ich damit voll ausschöpfen? Zum einen haben wir C16 drinnen, denn wenn man C16 im Team hat, dann muss man quasi nur unter 58% und runterfahren und kann dann die beziehungsweise den Active Skill von LR Gohan aktivieren. Also so hat man quasi die bessere Bedingung von seinen Active Skill Bedingungen mit C16. Deswegen haben wir C16 am Start. C16 an sich auch ein richtig guter Charakter, so ist nicht. An der Stelle nämlich, wenn wir uns das Ganze mal angucken, er ist sehr, sehr tanky. Er tankt mit 100%, hat eine hohe Chance, Guard gegen alle Angriffe zu aktivieren. Er selbst bekommt zusätzlich weitere 100% auf die Verteidigung und gibt jedem Verbündeten Key plus 3 auf den Angriff 50%, wenn in derselben Runde, in dem angegriffen wird, ein Super Saiyan Gohan Youth oder Super Saiyan Saigon Youth ist, und dementsprechend werde ich ihn rein und raus rotieren. Und wenn er in die Rotation kommt, eben von der LR Gohan Rotation, dann gibt er der Rotation einen richtig schönen Boost, Key plus 3, 50% auf den Angriff. Und zudem, wie gesagt, haben wir die bessere Bedingung für den Active Skill, nämlich ein C16 im Team und dann quasi an der Stelle 58% HP und drunter. Diesen Super Saiyan Goku, / Super Saiyan Gohan Youth, habe ich im Team, damit wir dann quasi, wenn es zur Transformation kommt, darauf werde ich auch spielen, damit wir dann von der Passive her den zusätzlichen Boost bekommen, zusätzlich 59% auf den Angriff, denn wenn quasi in der Runde nach der Transformation von Gohan ein Charakter namens Super Saiyan Goku im Team in der Runde ist, in dem angegriffen wird, bekommt er weitere 59% auf den Angriff und das Ganze wird separat kalkuliert. Und dies wiederum heißt, er bekommt pro Orb 31,8% auf den Angriff. Das wird nochmal ein richtig guter Boost für ihn. Aber hier ganz, ganz wichtig, es muss ein Super Saiyan Goku sein. Am Anfang, als es zum Data-Download reinkam, hat dieser Charakter nicht gezählt. Aber das wurde überarbeitet mit anderen weiteren Data-Downloads, sage ich mal. Das ist sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr interessant. Heißt, für diesen Goku aktiviert sich LR Gohans Passive. Für einen Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta zum Beispiel, wie LR Vegito, aktiviert es sich nicht, weil der Name durch ein UND getrennt wird. Der gravierende Unterschied ist, dass es bei dem Charakter, bei dieser Free-to-Play-Karte, ein Schrägstrich ist. Ich habe mich eh schon gefragt, wieso ist das ein Schrägstrich? Und das ist jetzt quasi dementsprechend deswegen, wegen solchen Namensgebungen, beziehungsweise wegen solchen Passives. Deswegen ist er wirklich eine gute Option. Er ist auch zudem an der Stelle ein Supporter für die Goku's Family. Heißt, in der Runde bekommt dann LR Gohan Attack und 20%. Wir wissen auch aus den Leaks, sag ich mal, dass diese Karte auch ein EZA bekommen wird. Ich nehme sehr stark an, dass das zu Part 2 der Fall sein wird. Aber an sich her, jetzt mit dem Schrägstrich und mit dem Exchange, bin ich sehr drauf gespannt, was in der Konstellation in Zukunft noch auf uns zukommt. Weil man da wirklich sehr, sehr viel machen kann mit solchen Namensgebungen und mit solchen Passes, sag ich mal. Natürlich zählt auch jeder andere Super Saiyan Goku. Also wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel so ein Supporter Goku habt, könnt ihr natürlich mit reinstecken. Wo habe ich einen hier? Diesen Tech Goku oder auf JP Namek Super Saiyan Goku, Izei Super Saiyan Goku und funktioniert alles. Ich werde das Ganze heute mit diesem Setup probieren, versuchen das Ganze voll auszuschöpfen. Aber wenn ich ehrlich zu euch sein darf, werde ich überwiegend mit meinem Android-Cell-Saga-Team auf diesen Super Saiyan Goku vorerst verzichten. Ich werde da eher die Supporterin C18 reinklatschen. Also mein übliches Team wird folgendermaßen aussehen und würde aber sagen, wie gesagt, wir fokussieren uns darauf und darauf, dass ich den Boy mal voll ausschöpfen kann. Ja, also probiere ich das Ganze mal. Let's go. Alles klar, und dazu sind wir im Event von Metal Cooler. Ich werde hier nämlich, weil hier gibt es eine Phase, in der man sehr viel Schaden bekommt, in der man quasi gegen mehrere Metal Cooler kämpft, sag ich mal. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Ganze derweil schon gefallen hat oder im Endeffekt gefällt, dürft ihr uns auf jeden Fall gerne ein Like geben. Wir versuchen gerade die 30.000 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr mit anpacken wollt, liebt gerne, wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist. Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Und ich bin jetzt umso mehr drauf gespannt, ob ich das Ganze mal ausschöpfen kann, ja. Den Boy mal hier so eine Transformation triggern kann. Aber eigentlich sollten wir auf dieser Stage gute Chancen haben, weil in der Runde, wie gesagt, indem wir gegen mehrere Metal Cooler kämpfen, bekommt man sehr gut und viel Schaden. Und wenn er so ein Free-to-Play-Goku zum Beispiel in der falschen Stelle positioniert ist, dann werden wir auch sicherlich gut Schaden bekommen. Und wir müssen ja so oder so eigentlich nur unter 58% fallen. Bin gespannt, wie das funktionieren wird in dem Android-Cell-Saga-Team. Bisschen schwierig. Ein tankiges Team, wirklich, vor allem auch der C16 ist sehr tanky. Also ich würde den nicht kleinreden.
Aber wir schauen einfach mal aus, was... Oh. Du Free-to-Play Goku, wir nehmen dich mal an und schieben dich ganz nach links. Der linkt sich, by the way, auch sehr gut mit dem Elegoan. So ist nicht 5 von 7 Linkskins. Mit 6 von 7 Linkskins linkt sich der neue Elegoan mit Elegogeta tatsächlich. Genau. Jedenfalls, jetzt, der kann ruhig richtig viel Schaden bekommen. Let's go, hau da mal ein paar Ultis raus. Und wie gesagt, auf die Charakter, der und der Free-to-Play Vegeta und Trunks werden laut den Leaks ein Issei bekommen. Auf das Issei von ihm bin ich sehr drauf gespannt, weil, wow, okay, der tut jetzt eigentlich. Aber der Super-Deck sollte wehtun, please. Dankeschön, Dankeschön. Sind zwar noch nicht 58%, aber wir werden dazu kommen. Ich werde mich darum bemühen, dazu zu kommen. Dann würde ich eben gerne sehen, Elegoan transformiert mit C16 in Rotation und auch mit dem Goku hier. Ja, ja, ich bin echt... warte mal. Ja, jetzt, das ist die ideale Rotation, die ich hier bauen könnte. Dann verzichte ich zwar auf Legendary Power, aber ist nicht schlimm. Ich habe eigentlich alles Wichtige dann. Von Angriff, Links und so fort. Okay, da hoffe ich drauf schon, dass ich das euch zeigen kann. Ja, genau, hier, das könnte wehtun. Und zwar, wie mache ich das? Ich gebe dem Incel nicht viele aus, weil dann wird der nicht so tanky. Dem Texel, sorry, Tech-Isel. Dem Boy, ja, keine Ahnung, greift einfach mal an. C16 werde ich rausrotieren, richtig, richtig. Wollen wir mal die Ulti von dem sehen, immerhin? Ja, guck mal, machen wir mal einfach mal so. Und die dürfen von mir aus gut Charme bekommen. Ja, easy, komm mal hier, hau mir mal einen rein. Ja, ich hoffe, ich überlebe das, aber... Ja, easy. Oh, okay, ich sag mal gar nichts. Boah, es könnte sogar tatsächlich zu Cell seiner Transformation... Ich hätte einen Ghost Usher mitnehmen sollen. Dann hätte ich auch Cells Transformation triggern können. Falls 130% jetzt gleich fallen. Unter 58 sind wir schon. 3 Millionen. Wow, nice, nice, nice. Also C16, sein Support-Aspekt ist hier nicht aktiviert, weil wir keinen Super Saiyan Gohan oder Super Saiyan 2 Gohan Youth drin haben. Guck mal hier, aber... Ah, jetzt, guck mal, warte da. Die Ending-Szene ist geil von der Super-Tech. Schaut mal. Wie cool, Mann. C16, ey, richtig cool. Der ist ein richtig guter Charakter, Freunde, mit seinem Guard. Auf jeden Fall kann ich ihn auch empfehlen für Super Battle zum Beispiel. Jetzt können wir unseren Axe aktivieren. Bam! Oh, das ist auch eine schöne Rotation eigentlich für einen Active Skill. Ah, jetzt können wir beide, wie gesagt. Aber, weil am Beginn der dritten Runde, aber von der Free-to-Play werde ich das nicht aktivieren. Ich werde das folgendermaßen, ich werde das so halten. Wir werden gleich Elegoans Active Skill aktivieren. Die Sache ist auch, Freunde, ihr müsst aufpassen, bei einem Active Skill ist es folgendermaßen, da wird die HP nicht am Anfang der Runde geschaut. Also wenn ich mich jetzt hochheilen würde, dann könnte ich den Active Skill nicht mehr aktivieren. Das ist bei Active Skills so. Bei Linkskill und so, bei Big Bad Boss Linkskill und so und so fort, bei Passive wird das immer am Anfang der Runde geschaut. Ich tue ihn zum ersten Mal transformieren, Freunde. Zum ersten Mal durch den Active Skill. Let's go. Wie schön. Wie schön das ist. Und jetzt haben wir quasi auch noch hier an der Stelle den Goku am Start. Also wir bekommen 59% auf den Angriff. Wird separat kalkuliert, wie gesagt. Der wird so einen krassen Schaden machen. Ich habe ja auch extra mal Orb-Items mitgenommen. Ja. Ich will nämlich auch mal sehen, was hier so maximal geht. Aber hier haben wir doch schon eine schöne Anzahl an Orbs aus dem Spiel heraus. Deswegen nehmen wir das mal an. Wir haben auch tatsächlich gute Links getriggert. Aber wie gesagt, mit C16 bekommen wir noch den 50% Boost, wenn er hier reinkommt. Was ist das für ein Angriffsset? Oh mein Gott. Jetzt bin ich drauf gespannt. Wir haben eigentlich, wenn ich es recht, jeden Links getriggert, mehr oder weniger. Doch, Legendary Power 4 ist super, also Angriff links sind wichtig. 5,245. Okay. Da geht definitiv noch mehr. Additional Ulti macht er. Ja, die Ulti sieht so geil aus. Weil, wir gegen mehrere Gegner kämpfen. Alter, wenn es mal zur Transformation kommt, lecko mio. Zuvor ist auch nicht gut, aber danach... Ich hoffe, wir sehen noch Cell seine Transformation, wenn ich das triggern könnte, ey. Aber dafür müsste der jetzt eine Ulti bekommen, aber ich glaube, ich habe den AG angegriffen. Ah, ich hätte den Tag angreifen sollen, egal. Okay, ja, falls der Ulti, stelle ich den mal dahin, vielleicht kommt es ja zu der Transformation von Cell. Weil in der nächsten Runde haben wir dann C16 mitgewonnen, ne? Oh mein Gott, die nächste Rotation. Geil, dass es so schnell geklappt hat. Die nächste Rotation wird richtig gut sein, also da werden wir...
Das ist eigentlich die beste Rotation in diesem Team. Clown, es sind keine 170% auf den Angriff, nicht vergessen, in seinem eigenen Team hätte er auf jeden Fall mehr. Wir haben hier 150, ne? Das ist Android Sandsager, richtig. Ah, ich bin gleich drauf gespannt, was da fließen wird, Freunde. Okay. Jetzt haben wir. Puh. Jetzt mache ich das mal folgendermaßen. Da sind so viele schöne Orbs. Das sind sehr viele schöne Orbs. Wir nehmen das. Wir haben... Boah. Wir haben jetzt auch an der Stelle, wie gesagt, C16s 50% Support auf den Angriff. Und von Free-to-Play Goku Attack und 20%. Wir haben vieles Battle durch C16, Super Saiyan durch den Goku und mehr oder weniger Angriff längst die Technik braucht, denn Gohan nicht. Deswegen ist es eine sehr schöne Rotation für ihn. Wir bekommen eine Super Attack. Also falls Metal Cooler überlebt, ich gehe eigentlich nicht davon aus. Sind wir unter... Ja, wir sind eh nicht unter 30. Jetzt bin ich gespannt. Elegon, keine Dupes. 6,8. Alter. Wie geil war denn das, ey? So, Freunde, ich werde jetzt quasi ein bisschen weitere Szenarien ranhängen, was ich so sehen will. Gucken wir mal uns vielleicht das hier an. Warum nicht? Wir haben jetzt an der Stelle nämlich noch nicht den Ereignisring von Gohan. Darauf werde ich arbeiten. Aber wir haben hier trotzdem jetzt wieder die schöne Rotation. Und wir haben den normalen Gohan. Ich gehe mal auf Typenlachter, weil ich will, dass sie so lang wie möglich überleben. Die Coole, damit die mir gut Schaden drücken. Aber würde mich mal interessieren, was der normale Gohan jetzt in diesem Setup drauf hat, sag ich mal. Wie oft kam er rein? Ich schätze mal. Dreimal maximal. Dreimal kam rein jetzt an der Stelle. Und mich würde quasi interessieren, was hat er denn nicht transformiert so auf dem Radar in seiner schönen Rotation an der Stelle. Also die Rotation ist für ihn wirklich gut in diesem Cell-Team. Wie gesagt, in seinem eigenen KMMR-Team 170 Double Lead ist natürlich mehr. Aber ich werde mal versuchen, vielleicht, ob ich da auch gleich eine Transformation hinbekomme und da mal gucken. Ich würde an sich auch mal gerne nuken. 3,4! Ach du Heiliger, nicht transformiert 3,4. Nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt weitere Szenarien kreieren, was mich so interessieren würde und die auf jeden Fall ranhängen, würde ich sagen. Let's go. So, Freunde, wir haben hier an der Stelle nochmal den Ereignisse von Gohan. Kam jetzt dazu und jetzt werde ich mich drum bemühen, dass ich wieder C16 reinbekomme und dann nochmal hier ein bisschen Schmack jetzt mehr Orbs gebe. Vielleicht auch versucht zu nuken einfach, um mal zu gucken, was da so geht. Aber ansonsten, ja genau, diese Stage auf jeden Fall definitiv gut für sowas. Ein LSL hat sich tatsächlich auch transformiert, aber ich werde... speziell in diesem Showcase nur. Jetzt will ich mal gerne gucken, was hat. Jetzt will ich mal gerne wissen, was da hier so raushaut. 4 Orbs. Hat auch quasi wichtige Links jetzt getriggert. Nur ein Support. Würde mich auch interessieren, aber. Genau, und wegen LSL-Transformation werde ich mich darum bemühen, dass ich ein separates Showcase-Video für ihn mache. Mir geht es hier auf jeden Fall darum, wie man Gohan voll ausschöpft und um seine Transformation, sag ich mal. Aber ein Cell hat sich hier auf der Stage tatsächlich auch transformiert, sag ich mal. So, jetzt Elegon, was steht auf dem Rad? 3,9. Insane. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht zu sehen im Vergleich ohne den Free-to-Play-Goku. Also ohne den zusätzlichen Passive-Boost, dass man auch auf jeden Fall den Vergleich sieht, was das ausmacht. Darum werde ich mich auch bemühen und dann würde ich gerne am Ende noch einen schönen Nuke raushauen, sag ich mal. Aber guck mal, so eine Bestie, richtig geil. So, jetzt, alles klar, hat ein bisschen gedauert, aber nun im Setup, wie gesagt, ohne den Free-to-Play Goku schrägstrich Gohan. Die Sache ist bei ihm ganz wichtig, Freunde. Ich habe ihn, by the way, mit dem Exchange hier oder mit dem Active Skill zu Gohan geswitcht. Die Sache bei dem ist, so wie hier an der Stelle, so wie es für Gohan gilt, dass dann quasi in der Form Gohan durch Super Saiyan Goku seinen Pass bekommt, so gilt es auch für C16, dass C16 dann die Passive von dem Super Saiyan Gohan Youth bekommt. Das ist das mit dem Schrägstrich, Freunde. Denn die Karte ist so in dem Fall quasi Goku. Aber wenn man dann Exchange kommt, ist zu Gohan oder wird er zu Gohan. Und dieser Schrägstrich zählt dann aber quasi für beide. Also die Namen zählen für beide. Das ist übertrieben gut gemacht. Ich bin echt darauf gespannt, was in der Zukunft damit gehen wird. Naja, aktivieren wir Accuracy an der Stelle. Und dann haben wir jetzt quasi, wie gesagt, als Vergleich einmal das Setup, dass wir jetzt quasi keinen Super Saiyan Goku in der Rotation haben, damit wir dann mal den Vergleich sehen, was so
auf dem Radar steht. Natürlich hängt es davon ab, er ist ein Nuker, was er so einsammelt, aber es, der Unterschied soll eigentlich gravierend sein. Nämlich, ich mache das Ganze mal so, boom. So ist auch alles schön getriggert. Und zwar gehe ich mal folgendermaßen. Das ist auch eine gute Anzahl an Orbs, so wie wir es beim ersten Szenario hatten. Knapp 24 Knie. Knie wollte ich schon sagen. Was für Knie? Ki. Ich sorg mal für die 24, weil beim ersten hatten wir sicherlich 24. Und dann gucken wir mal an, was so bei rumkommt, wenn ich mir aber mal hier den Angriffsset anschaue. Okay. Ja, okay. Ja, wir werden ja schon einen Unterschied merken. Denke ich mal. 500.000 Angriff. Ja, seht, das ist ein, ja, da seht ihr den Unterschied, Freunde. Wir hatten zuvor 5 Millionen, mindestens immer. Einmal 5 Millionen, einmal 6 Millionen. Jetzt hatten wir 3 Millionen. Da merkt man den Unterschied. Also, das wegen der Passive, ja. Mit einem, wenn man einen Super Saiyan Goku im Team hat, oder in der Runde, in dem angegriffen wird, dann macht das schon einen Unterschied wegen dem Angriff-Booster, das separat kalkuliert wird. Hoho, bekommt der pro Orb, wie gesagt. Ich habe es eingeblendet am Anfang, um die 30 sogar ein bisschen mehr an der Stelle. Ich habe es am Anfang, wie gesagt, eingeblendet, welche Zahl es genau war. Ich habe es noch nicht gerade im Kopf. Aber dann, genau, habe ich so viel gesehen, was ich sehen wollte. Würde am Ende noch gerne euch quasi zeigen, dass man die zwei Gohans in einer Rotation halten kann. So, jetzt, Freunde, wie gesagt, das wollte ich euch an der Stelle noch zeigen. Nämlich, wenn man einen Gohan transformiert, den anderen nicht durch den Exit-Skill, liegt der bei uns, ob man ihn mit dem Exit transformieren will oder nicht, dann kann man beide in eine Rotation linken und sie teilen sich alle Link-Skills. Klar, also ich bin jetzt zum einen Double Lead, wir haben jetzt einen besseren Boost, Double 170%. Ich habe jetzt auch C16 reingeklatscht, weil sonst könnte ich ihn nicht transformieren. Ich habe ansonsten nur Supporter mitgenommen, aber diese Rotation sehr schön zu sehen gleich. Wir haben sogar einen Doka-Mode, ich werde mal folgende machen. Wir haben auch viele Orbs für den Gohan und jetzt bin ich mal drauf gespannt, was der hier... Jetzt bin ich mal drauf gespannt, was der jetzt zeigen wird in der Rotation. Machen wir das Ganze dann noch hier so an der Stelle. Aktion War Turn Announcer. Ich will mal schöne Nuke. Genau das, Freunde. Genau das. Wir haben die komplette Passive. Wir haben Gohan völlig ausgeschöpft. Wir haben einen Doka-Mode. Wir haben hier an der Stelle sehr, sehr viele. Oh, also wir haben im Prinzip fett genuked. Und jetzt bin ich drauf gespannt. Jetzt bin ich drauf gespannt, was der für einen Schaden hier verrichten wird. Oh mein Gott. Und das wäre es dann auch quasi zum Abschluss, Freunde, zu dem Video, wie man dem Boy Gohan Völlens ausschöpft. So, bam. Bin ich drauf gespannt, was steht da unten dran? 33 Millionen. Das ist der Friend. Der Friend hat sogar einen Dupe. Aber wenn er mir einen Crit hat, wenn er mir einen Crit hier hat, dann ist eine totale Eskalation. Son Gohan, please. Bitte einfach, komm. Fertig, Freunde. So viel dann zu dem heutigen Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr uns auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.